Und als an jenem Tag die Tat eines Terroristen die Menschen in Trauer versetzt, nicht in ein Gotteshaus gehen ist sein Ziel und der Hass ist in ihm gesetzt. Jedoch der Mut und die Liebe in unserem Herzen beheimatet und benetzt. Und hier richten wir unsere Worte an den Terroristen mit dem Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Und du denkst, du siehst uns gekrümmt oder verletzt. Wir wischen die Tränen beiseite und sagen dir jetzt erst recht. Auch wenn die Welt sich gegen uns stellt und hetzt, rufen wir zum Gebet. Höre uns sagen erneut jetzt erst recht. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Und zu Recht, wer zuletzt lacht, lacht zuletzt. Unser Lächeln schenkt uns Allah hier und jetzt. Wir wehren das Schlechte mit dem Guten ab. Erneut, jetzt erst recht. Und versperre uns den Weg zur Moschee. Wir lassen uns Flügel wachsen und jetzt rufen wir dir von oben zu. Es hat keinen Sinn, was du tust, denn jetzt erst recht hast du das Bild des Terroristen gezeichnet und verpetzt. Mord, Hass, Spaltung ist der Terrorismus von dir, der Terrorismus von rechts. Unser Rechts besteht aus der Liebe der Menschen. Frieden, Barmherzigkeit und sei gerecht, denn genau das eine, das Recht auf Leben, das ist unser Recht. Noch stärker, noch aufrichtiger, noch emotionaler, stolzer denn je, liebevoller denn je, barmherziger denn je, widmen wir unseren verstorbenen Brüdern und Schwestern eine Fatiha mit einem Salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad.